Schon mal LSD genommen? Wieso ist dein Hype weg? Läuft nicht bei dir. Warum, Bro? Und ich will mich nicht rausbolzen, ich will da sein, weißt du? Ganz klar, Haubentaucher. Salman, Digga, der beste Döner auf der Welt quasi. Ich glaube nur, es ist halt extrem schwer geworden, auf sein eigenes Gefühl zu hören, seine Bestimmung zu finden, seine Berufung zu leben. Und alles wird noch genauso kommen, wie es kommen soll. Jeder bekommt das, was er verdient, Digga. Sie tanzt in mein Video, Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung, aber sie fühlt meine Vision. Baby Girl, komm rein von mir. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst nicht zwei? Hast du schon Spanisch gelernt, Hermano, aus Film, aus FFM? Nee, Bro, Spanisch ist noch nicht so gut bei mir. Ich verstehe relativ viel, ich kann mich auch gut unterhalten. Also ich kann auf jeden Fall einkaufen gehen, ich kann zum Friseur gehen, ich kann den Leuten schon klar machen, um was es geht gerade. Aber Smalltalk ist noch ein bisschen schwer bei mir auf jeden Fall. Smalltalk halten, deepere Themen besprechen und so. Ich krieg den Flow nicht so richtig hin von Spanisch, Bro. Ist so komisch, Digga. Der Flow ist so ein bisschen anders, weißt du? Wie die so, weiß ich nicht, Digga. Ist ganz komisch. Ist in USA easy als Ungeimpfter? Fragezeichen. Bruder, da kann ich auch jetzt gar nicht so viel zu sagen, muss ich ehrlich sagen, weil ich kenne jetzt die US-amerikanischen Gesetze nicht so krass. Was ich auf jeden Fall mitbekommen ist, dass, was ich mitbekommen habe, ist, dass auf jeden Fall so ein Arnold Schwarzenegger jetzt gerade extrem gehatet und gecancelt wird für seine Aussage von wegen Scheiß auf eure Freiheit, geht euch impfen und so dies, das. Die Sponsoren von der Arnold Classic haben die Gelder sofort eingefroren und haben gesagt, so nee, sowas kann ich nicht mehr supporten. Amerika steht halt schon krass auf diesen Freiheitsfilm, so, ne? Ist ja auch in der Verfassung festgehalten und so. Kann man halten von was man will. Ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall mehrere Leute gibt, die auch eine andere Meinung haben, nennen wir es mal so. Ohne jetzt zu krass ins Detail zu gehen an der Stelle. Hello my friend, hat einen Fünfer da gelassen. Lass mich mit Testo E impfen. Küss dein Herz, Leon. Testo it in, motherfucker. Gib mir die Testo-Vibes, Digga. Du lässt dich mit Testo impfen, Alter, fühl ich. Nicht. Weil fühl ich auch nicht, Digga. Testo fühl ich genauso wenig wie Impfstoff, Bro. Wieso ist dein Hype weg? Läuft nicht bei dir. Warum, Bro? Bruder, juckt mich auch gar nicht, Digga. Hype it out, man. Mein Augenmerk lag noch nie auf Hype, Digga. Wenn du mich verfolgen würdest und mich kennen würdest, wüsstest du das auch, Bro. Ich mach das für die Leute, die immer noch Liebe für mich da haben, die mich so verfolgen. Und mein Ziel war es und ist es immer, entweder zu entertainen, oder irgendwie versuchen, was mitzugeben, so. Einen guten Vibe dazulassen. Oder irgendwie jüngeren Leuten vielleicht das ein oder andere Mal so ein bisschen das Auge zu öffnen, so eine andere Denkweise zu verpassen, Motivation zu geben, so, das ist mein Ding, Bro. Allein mein Leben, wie mein Leben läuft, wie viel Up and Downs ich habe, wie viele Dinge ich schon durchgemacht habe und so, das motiviert Menschen, Digga, weißt du? Und das ist auf jeden Fall was, was mich sehr krass so glücklich macht auch an der Stelle. Schon mal LSD genommen? Nein. Das ist auch, reizt mich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, Bruder. Ich glaube, sowas kann halt so, jetzt in KLS-Sprache, das kann dich rausbolzen. Und ich will mich nicht rausbolzen, ich will da sein, weißt du? Ich will da sein, präsent sein, am Start sein, so. Hab von vielen Sachen gehört, dass es auch schon irgendwie so Augen geöffnet hat und irgendwie krasse neue Tore so aufgemacht hat, wo man, weißt du, wie ich meine, wo man so, weiß ich nicht, Ego ein bisschen fallen gelassen hat, Dinge gesehen hat, die einen dann geprägt haben fürs ganze Leben, so. Alles cool, Bro, aber weiß ich nicht, Digga. Ich habe auch schon so ein paar Leute kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, die sind halt einfach nicht mehr so richtig am Start, Bro. Und viele von den Leuten, die sich so Psychedelics und sowas reingeben und dann auf über Ding machen, so spirituell machen und so, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Gibt's auch jemanden, den ich kenne persönlich, der schon sich alles da reingebolzt hat, so. Aber am Ende des Tages immer noch so ein ego-getriebener Typ ist, der eigentlich genauso ist wie vorher, nur ein bisschen mehr lost so. Habe ich das Gefühl einfach so, weißt du? So, aber es ist auf jeden Fall eine Thematik, mit der ich mich beschäftige so, wo ich auch immer wieder mir Videos reinziehe. Ich war auch schon mal auf einem ganz anderen Trichter, dass ich gesagt habe so, dass ich mit den Gedanken spiele, das zu machen und so, dies, das, bla, 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 aber ich weiß nicht, irgendwas in mir hat mich dazu getrieben, da umzudenken und zu sagen so, chill erstmal, Digga. Ich glaube halt auch, dass du mit Beten, Meditation, wenn du zu Gott findest und so, genauso krasse, wie soll ich sagen,
krasse neue Gedanken irgendwie bekommen kannst und dich spirituell weiterentwickeln kannst. So, ich glaube nicht, dass man sich unbedingt sich was reinfetzen muss dazu, weißt du? Und vor allen Dingen ist es keine Partydroge. Zwiebeldrüse, das ist Zirbeldrüse, Bro. Zwiebeldrüse, sagt der LSD mit Zwiebeldrüse mit LSD aktivieren. Das geht nicht mit Religion. Also WC-Ente, du solltest dich noch ein bisschen mehr informieren über die Zirbeldrüse. Die kann man auch aktivieren mit gewissen Frequenzen und Meditationen. Da musst du dir keine Drogen reinbolzen. So. Hi Leon, feier dich und dein Mindset. Haben oft dieselben Ansichten. Werd in 2 bis 3 Jahren ebenfalls safe auswandern. Hoffe, wir laufen uns dann mal über den Weg und buffen einen fetten Jib. Das mit dem Buffen muss nicht unbedingt sein, Digga. Aber vielleicht sieht man sich auf jeden Fall mal, Bro. Danke für die Liebe auf jeden Fall. Hast du manchmal das Gefühl von Einsamkeit? Weil solche Menschen wie du leider recht selten sind. Menschen, die eher tiefgründig statt oberflächlich denken. Ich habe dieses Gefühl leider des Öfteren. Lebe jetzt, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das kommt auf jeden Fall das ein oder andere Mal vor, dass man sich ein bisschen alleine fühlt. So gerade wenn du jetzt, so wie ich jetzt, in einem Land bist, wo du keine Familie hast, keine richtigen Freunde von Day One oder so, sondern immer wieder neue Leute kennenlernst. Es hat hier den Vorteil, dass hier relativ viele Menschen sind, die ein ähnliches Mindset haben wie ich. Und dass ich halt einfach auch manchmal am Tag, wenn ich mal ein bisschen mich einsam fühle, ich gehe dann raus und dann treffe ich jemanden, habe einen Talk von 1-2 Stunden und fühle mich dann wieder besser. Aber ja, Bruder, das fühle ich auf jeden Fall, was du sagst. Manchmal hilft mir auch einfach, mir was reinzuziehen, Digga. Wenn ich mir zum Beispiel einen Carsten Stahl oder so reinziehe, Digga, dann fühle ich mich irgendwie verbunden, so. Da fühle ich mich so, als ob gerade ein Homie mit mir redet, so. Weißt du, wie ich meine? Als ob gerade jemand mit mir redet, der das Herz an derselben Stelle hat wie ich, so. Da gibt es halt ein paar Menschen auch online, so. Nicht viele, aber es gibt ein paar. Und das hilft auch manchmal, so, weißt du? So, kann ich dir nur ans Herz legen, zieh dir das ein oder andere Video von dem ein oder anderen Bray rein, wo du das Gefühl hast, der ist dir ähnlich, so. Und ansonsten, ja, komm gerne im Stream vorbei, Digga. So ein Ding ist das. Erzähl mal, wie war eigentlich das Feedback von deinem direkten Umfeld nach dem Wodak-Interview? Fand das, by the way, auf jeden Fall sehr krass und korrekt von dir, dass du das gemacht hast. Feedback war überkrass, Digga. Nicht nur von meiner näheren Umgebung, sondern auch so. Allgemein, Digga. Es gab auch echt viele Leute, die mich so angeschrieben haben. Und es gibt auch viele Leute, die bis heute noch sagen, das war mein bester Talk gewesen. Weil es einfach anders war, Digga. Und wenn ich mal auch wieder in die Richtung gehen sollte, Talks zu machen, dann habe ich mir das auch auf jeden Fall vorgenommen, mit Leuten zu reden, nicht unbedingt aus der Rap-Szene oder so, weißt du? Da bin ich schon, da war ich jetzt schon drin, Digga, da bin ich schon durch. Wurde auch viel enttäuscht, aber habe auch sehr viele geile Vibes gecatcht. Habe mit den Leuten geredet, die auch für mich Art Vorbilder waren, die ich mir von zu Hause aus immer reingezogen habe. Und ist geil, Digga, weißt du? War eine geile Zeit, ist alles nice. Aber wenn ich mal wieder in so eine Talk-Richtung gehen würde, würde ich mehr Menschen vor die Kamera holen, die irgendwie mich selber interessieren, so. Wo ich selber so das Gefühl habe, da würde ich gerne nochmal mehr wissen, so, weißt du? Und wie gesagt, das Feedback überkrass auf das Wodak-Interview. Und da haben auch Leute kommentiert und es haben auch Leute reingezogen, die so null mit unserem Thema zu tun haben. So, weißt du? Jetzt mit Deutschrap oder mit dem, was ich auf meinem Kanal so bis jetzt gemacht habe. Das haben sich wirklich Leute aus jeder Schicht der Gesellschaft irgendwie reingezogen. Und das fand ich halt auch nice, mal Feedback zu kriegen von Leuten, die jetzt nicht unbedingt aus der Rap-Szene kommen. Ist auch eine ganz andere, also ist auch ein ganz anderes Feedback. Und für mich selber, ich fand's richtig geil, Bruder. Wenn ich mir den Talk auch heute gebe, dann muss ich auch sagen, es ist halt auch ein geiles Bild so. So ein Typ wie ich, der so aussieht wie ich, der sich dann unterhält mit so einem etwas älteren Mann aus einer anderen Generation, der einen ganz anderen Weg auch hinter sich hat. Auf jeden Fall geil. Bro, habe in 2 Wochen meine Kursfahrt nach Berlin. Was kannst du mir da empfehlen? Bruder, ganz klar, Digga. Ganz, ganz klar, Digga. Ganz klar, Haubentaucher. Leon, kenn dich noch aus von Waldmichelbach. 69483 it in, Motherfucker. Schöne Grüße gehen raus, Bro. Beste. Wir sind nicht mehr bei Twitch, Bro. Tanktop kannst du ausziehen ohne Probleme. Decho-Vibes, Digga. Ich küsse dein Herz. Mr. WWF Federation. Nee, Mr. WW Federation. Danke für den Support. Danke für den Zehner. Faust auf die Realness, mein Bruder.
Rein da, Junge. Komm. Zieh ich gleich aus, Bruder. Vielleicht. Bruder, lass Leon, lass mal in Mannheim einen Döner essen auf meinen Nacken. Bro, Fleisch it out, bei mir seit 8 Jahren kein Fleisch mehr gegessen. Mein letztes Fleisch habe ich gegessen in Mannheim in einem Dönerladen. Und zwar Salman, Digga. Der beste Döner auf der Welt quasi, Digga. Kann man so sagen, kann man so festhalten. Salman Döner, bester Döner auf der ganzen Welt. Und das war das letzte Mal, als ich Fleisch gegessen habe. Bei denen, Bruder. Mein Kinderzimmer ist jetzt Tinderzimmer. Du meinst doch, du machst kein Online-Dating. Nee, ich habe gesagt, ich bin eher so der Typ, der im Real Life am Start ist. So. Das heißt aber noch lange nicht, dass man nicht den ein oder, das ein oder andere Online-Datechen schon am Start hatte oder da auch mal so, weißt du? Da auch mal reindippt, so. Aber ist jetzt nicht mein Main-Fokus, so. Ich mag das eigentlich gar nicht, so. Aber hier und da passiert das auf jeden Fall mal so. Philosophische Frage. Glaubst du an den Sinn des Lebens, beziehungsweise hat jemand einen spezifischen Sinn oder glaubst du nicht an sowas? Ich glaube, dass jeder Mensch aus einem Grund geboren wurde und ich glaube auch, dass jeder Mensch eine Bestimmung hat, Digga, eine Berufung. Daraus wurde das Wort Beruf ja auch abgeleitet und ich glaube, dass jeder Mensch seine Berufung finden sollte und daran dann festhalten sollte und seine Berufung leben sollte, weil dafür wurde man geboren, meiner Meinung nach so. Ich glaube schon, dass jeder Mensch eine gewisse Aufgabe hat hier so. Einen gewissen, ja, einfach so ein Geschenk auch bekommen hat von Gott. Eine Sache, die dich speziell, so speziell, die dich ausmacht so. Weißt du, wie ich meine so? So, und genau der Sache musst du folgen. Und die Sache ist tief in dir, die ist tief in jedem drin. Ich glaube auch, dass jeder Mensch ein eigenes Bauchgefühl hat, ein eigenes Gefühl hat und dass dieses Gefühl einen auch niemals irgendwie, wenn man richtig drauf hören kann, fehlleitet oder so. Ich glaube nur, es ist halt extrem schwer geworden, auf sein eigenes Gefühl zu hören, seine Bestimmung zu finden, seine Berufung zu leben, weil so viele Leute halt immer ihre Meinung abgeben zu dem, was man machen will. Vor allen Dingen, ich gebe euch auch den Tipp, redet nicht so mit so vielen Leuten darüber, was ihr fühlt, was ihr denkt, was euer Weg ist oder was eure Bestimmung ist. So. Weil es gibt so viele Leute, die werden euch dann versuchen auszureden, das zu leben oder die werden euch Argumente geben, warum das nicht so ist und so. Und dann weiß ich nicht, dann zweifelt ihr vielleicht wieder an euch selber oder an dem Gefühl, was ihr habt. So. Aber hört darauf, lasst euch davon leiten und lasst euch nicht von irgendwelchen anderen Menschen leiten, so. Weißt du? Also jeder hat eine Bestimmung, jeder hat ein Gefühl, darauf sollt ihr hören, egal wer was sagt. Ich gehe da sogar so weit, dass ich sage, nicht mal eure Eltern können euch da den ultimativen Rat geben. Jeder muss das für sich finden, so. Darauf hören und es leben, Digga. Krass, schade, nur wegen einem Corona-Statement so ganzen Hype verloren. Echt schade, Kopf hoch. Bruder, alles cool, Bro. Alles cool, Digga. Alles cool, Digga. So. Mach dir keine Sorgen, Digga. Alles kommt genauso, wie es kommen soll. Und alles wird noch genauso kommen, wie es kommen soll. Jeder bekommt das, was er verdient, Digga. Nein, du kannst dich kaum noch selbst finden, weil dir von oben die Zeit genommen wird. Du vollgestopft wirst mit Regeln, Aufgaben, um nur zu funktionieren. Das ist es halt. Und dann kommt halt noch Social Media dazu, wo viele Leute sich von lenken und leiten lassen. Es ist schwer geworden, sagen wir mal so. Du kannst schon, aber es ist schwer geworden. Man muss halt auch mal, so dann sich abkapseln, Digga. Weißt du, wie ich meine? Man muss sich auch mal rausziehen, so. Und das ist eine Sache, die ich durch den Shitstorm gelernt habe, so, weil einer reingeschrieben hat, voll schade, du hast den Hype verloren, dies, das, bla, bla, bla. Aber ich sag dir ehrlich, Digga, durch den Shitstorm, durch den ganzen Hass, den ich bekommen habe, durch diese ganzen Distanzierungen von den Leuten und so, Digga, da habe ich einfach dann auch für mich mal rausgezogen und habe vor allen Dingen auch realisiert, so, ich weiß nicht, Digga, da habe ich dann erst richtig angefangen, auch so, sag ich dir ehrlich, da habe ich auch dann erst richtig angefangen, so ich selbst zu sein auch irgendwie so. Weißt du, was ich meine so? Weil ab dem Zeitpunkt war es mir dann wirklich scheißegal, was andere Leute gesagt haben, weil wenn dich jeder hasst und so, weißt du, wie ich meine so? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich daraus mitgenommen und gelernt habe, so. Viele Augen wurden mir geöffnet. Spreu hat sich so ein bisschen vom Weizen getrennt auch. Lebe jetzt. Ich würde mich wirklich, no homo, gern mal intensiver mit dir auseinandersetzen. Austauschen. Intensive denn, man? Gib mir deine Intensive-Vibes, Bro.
Und was machen dann? Abkapseln, sein Ding machen, Persönlichkeit auf Reisen entwickeln, top menschliche Einstellung zum Leben. Ich küsse dein Herz, Bro. Ja, ist aber wirklich auch geil, mit so Leuten sich zu unterhalten. Ich habe auch ein paar aus unserer Community kennengelernt hier. Ich habe ein paar aus unserer Community schon auch in meinem Leben so kennengelernt oder auch mal auf Instagram mit denen geschrieben. Wir haben echt geile Leute in der Community, so. Connectet euch gerne da auch untereinander, Digga. Ich ziehe irgendwie Leute an, die wirklich ein krasses Herz haben und gute Einstellung zum Leben haben, so. Und das macht mich auch glücklich, Bruder. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club.